elbows. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dich zu sehen, Kammerjäger. Lass das Blut fließen! Viel Spaß beim Verfaulen! Come on.
das eine, dann das andere. Jetzt könnt ihr für einen Zweck töten. Steht hier. Ich beschütze die Familie. Hey, Schwesterchen. Der Kammerdieb will den Waffenschmied retten, den du geschnappt hast. Mach dein Ding. Das Teleport-Ding. Ja, sicher. Aber nur, weil ich es will. Nicht, weil du darum gebeten hast. Was auch immer. Jetzt mach schon. Arschloch. Unsere Beute jagt sich nicht von alleine. Meinem letzten Atemzug. Es scheint, als wäre mein Weg hier versperrt. Wir werden wohl einen anderen Weg hineinfinden müssen. Sieh dich mal um. In der Nähe ist ein alter Ausguck, der einen guten Überblick liefern könnte. Ah, der Kammerdieb lebt noch. Ich hätte wohl ein paar mehr von der Familie salben sollen. Das ist echte Macht. Warum nochmal habe ich dich all die Jahre am Leben gehalten? Ach, komm schon, sei nicht so. Wir haben doch Spaß, oder? Und sie ging fort. Hast du was gefunden, Kammerjäger? Vielleicht könnte der Brückenkran uns helfen. Gute Idee, das wird klappen. Leider wird es gar nicht so leicht, da ranzukommen. Du musst über den Holzplatz und der ist in der Hand der KDK. Ich sehe zu, dass ich die Tür aufkriege, bis du da bist. Es funktioniert nicht.
schon sagen, Reliance ist ein guter Ort zum Leben. Die Jacobs Corporation behandelt uns fair und sorgt dafür, dass wir immer Arbeit haben und gutes Geld verdienen. Ich fertige zum Beispiel die besten Jacobs-Schäfte aus dem Holz, das wir gleich hier im eigenen Hof gewinnen. Ein einfaches Leben, das stimmt, aber auch ein gutes Leben. Neulich war ich mit meinem Cousin auf Jacobs... Kämpf dich durch und schaff es rauf zu den Kränen. Da muss irgendwo ein Verladedock sein. Ein jämmerliches Ende für eine schwache Kreatur. Kannst du nicht leben. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Grüß Tod von mir.
ist zu hoch für mich. Vollkommen! Sicheres Beförderungsmittel auszuprobieren, dann Bingo. Du nimmst nämlich die Schienen, hüpf auf eins dieser Teile und ab nach Fort Sonnenschein. Es scheint unzerbrechlich. Mal sehen, was du versteckst. Ein großes Hindernis. Sicher eine tolle Aussicht, was? Du bist zwar auf dem Weg zu einer miesen Gefängnisinsel, aber man muss auch die kleinen Dinge im Leben zu schätzen wissen. Ihr müsst Ty entschuldigen, sehe, ist es nicht gewohnt, das Rampenlicht zu teilen? Also, als wir klein waren, haben unsere Eltern sie nie aus den Augen gelassen. Taryn wollte alles aussaugen, was sie in die Finger bekam. Dann ist unsere Mom gestorben. Das geht irgendwie auf Taryns Konto, aber... Danach entschied unser Vater, dass wir nie von seiner Seite weichen durften. Er hat es ihr nie gesagt, aber er sah Taryn als Monster an. Und ich war nur ein Freak, nebenbei bemerkt. Aber wir haben ihn verlassen und sind nach Pandora gekommen. Was der alte Sack nicht verstanden hat, ist, dass ein Freak mit einem Echo-Stream heutzutage ein Star sein kann. Wenn du abspringst, mach dich gleich auf einen Kampf gefasst. Die KDK geben ihre Gefangenen ungefähr so gern auf wie ein Grog einen Schienbeinknochen. Zeit zu springen. Viel Glück, Kammerjäger. Jetzt geht die Party los. Die Jagd hört nie auf. Ja.
Vater. Nur nicht für dich. Das ist die richtige Einstellung. Es ist Zeit zu kämpfen. Man wird dich vergessen. Werde ich erwachen. Keine auf! Das war echt, Kammerdieb. Boom, gesalbt! Achtung, Leute! Der Kammerdieb will den Waffenschmied retten! Sichert die Insel! Achtung, Kammerjäger! Es ist einer von diesen Freaks! Gib auf, Kammerdieb! Den Waffenschmied musst du mir aus meinen kalten, toten Händen reißen! Lass das! Schmied höchstpersönlich. Danke, Kammerjäger. Diese Kultisten wollten mich zwingen, Waffen für sie zu bauen. Das ist so ungefähr das Letzte, was ich will. Jacobs Waffen gehören in Jacobs Hände. Hier, der Schlüssel zu meinem persönlichen Waffenlager. Nimm ihn. Aber frag lieber nicht, wo ich ihn versteckt habe. Ich gehe zurück nach Reliance. Wir sehen uns da, Kammerjäger. Geschmeidige Operation.
Gut, dass Thornton wieder auf unserer Seite ist. Komm vorbei, damit ich dir gebührend danken kann. Vergiss nicht, Thorntons Depot aufzumachen. Du hast es dir verdient. Gefunden? Gute Arbeit, Kammerjäger. Dir sagt man einmal was und schon ist es erledigt. So beginnt der Widerstand. Ich war überall in dieser Galaxis. Habe Dinge gesehen, so dunkel und schrecklich, dass du sie nicht glauben würdest. Aber diese Calypso-Zwillinge und ihre Anhänger spielen in einer eigenen Liga. Man muss nicht studiert haben, um zu wissen, dass sie jemand aufhalten muss. Und ich glaube, dieser jemand bist du. Wir sehen uns, Kammerjäger. Suchen wir uns Ärger. Die Echocast-Spinner haben einen kleinen Familienzwist am Laufen. Die haben ihre Anhänger in zwei Teams aufgeteilt, die sich zum Spaß gegenseitig umbringen. Wenn beide verlieren, gewinnen wir.